So, wir wollen jetzt zur Pressekonferenz kommen. Recht herzlich begrüßen möchte ich beide Trainer vom TuS Rotenburg, Nils Oliver Muche, und unseren Trainer Jürgen Stein, die Steinscherer. Herzlich willkommen. Ja, erste Frage an den Gast. Was sagst du heute zum Spiel, Nils? Ja, also hartes Spiel natürlich. Glückwunsch an Beckdorf. Haben das Spiel am Ende halt mit 2 gewonnen. Ich denke, wenn man 29 Tore auswärts macht, müsste man eigentlich zumindest mal einen Punkt mitnehmen. Big Points haben wir heute nicht gemacht. Das war's. Ja, Jürgen, deine Einschätzung. Erster Saisonsieg, wurde ja auch langsamer Zeit. Was sagst du zum Spiel? Ja, erstmal vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung heute, die Zuschauer hier. Vielen Dank. Ja, wir haben natürlich in der letzten Woche im Pokal gegen Frenbeck ein sehr gutes Spiel gemacht, meines Erachtens. Wir haben natürlich den Schwung mitnehmen wollen aus dem Spiel. Das ist uns mit dem heutigen Sieg einfach gelungen. Ne? Wir wussten auch, dass die Rotenburger eine sehr, sehr aggressive Mannschaft sind. Also ich meine jetzt im Deckungsverbund. Auch fairweise muss man auch sagen, knallharte Abwehr gespielt. Da mussten wir uns auch erstmal zurechtfinden. Ne? Ich muss meiner Mannschaft großes Kompliment ausüben nach dem Rückstand vom 7:12, wie wir uns da auch mental und das versuche ich den Jungs ja hier immer einzuimpfen, dass die Spieler nicht aufgeben sollen, sondern bis zum letzten Punkt, bis zu der letzten Sekunde an sich glauben, und das haben wir heute bewiesen, und bin stolz auf meine Jungs, und die haben wirklich auch gekämpft. Wir haben den Kampf dann angenommen Mitte der ersten Halbzeit mit einer sehr, sehr guten Torhüterleistung, und da sieht man auch, wie wichtig das ist, dass man 2 Torhüter hat in einer Mannschaft, die auch sich ergänzen. Fobo hat auch die entscheidenden Bälle dann auch gehalten. Abwehr hat dann auch richtig aggressiv gedeckt, ne? Und vorne im Angriff haben wir dann das Konzept so umgesägt, wie ich und Stefan das eben vorgegeben haben. Ja, kurze Aussicht auf nächste Woche, Nils. Ich habe gesehen, ihr müsst zu Hause gegen Barnsdorf. Die gewinnen heute gegen Habenhausen mit 20:16. Sicherlich nicht so ein schlechtes Ergebnis für Barnsdorf jetzt. Für uns natürlich nicht so. Wir hoffen einfach mal, ihr zu Hause haut ihr die weg. Ihr habt zu Hause Farel geschlagen, habe ich gelesen. Und hoffen ja, dass ihr uns nächste Woche ein bisschen Rückendeckung liefert oder Schützenhilfe, wie man sagt, damit wir unten ein bisschen weiter rauskommen, sage ich mal so. Also wir werden natürlich nächste Woche, nachdem wir nun 3 Auswärtsspiele hatten, endlich wieder zu Hause spielen und wollen natürlich dann auch gewinnen. Also dieser Spielplan ist halt 3-mal auswärts, 2-mal zu Hause, 4-mal auswärts, 4-mal zu Hause. Also es ist eine Katastrophe irgendwie. Aber es ist halt so. Zu Hause haben wir eigentlich gegen jeden Gegner eine Chance. Barnsdorf, glaube ich, steht da auch zu Unrecht drin. Wobei man sagen muss, diese Saison ist halt wirklich ausgeglichen. Und jeder Spieler muss sich bewusst sein, dass man immer 100% geben muss und dass Nuancen entscheiden, so wie eben heute in dem Spiel auch. Und das werden wir wohl versuchen, dass wir nächste Woche die Nuancen wieder bei uns haben. Und dann haben wir 2 Punkte gegen Barnsdorf, wobei man das nie weiß in der Liga. Ja, Jürgen, Nils, erstmal schönen Dank. Alles gut. Ich glaube tatsächlich, dass da nochmal andere Schiedsrichter kommen, dann wird das für den Mord und Totschlag. So scheiße waren wir auch hier. Ja, Nils, schönen Dank. Komm gut nach Hause, nach Rotenburg. Nochmal schönen Dank an die Rotenburger Zuschauer, an die 3 Trommler. Geile Stimmung in der Halle gemacht. Ja, Jürgen, wir müssen nächste Woche nach Farel, Alt-Jürgen. Rotenburg hat zu Hause gegen die gewonnen. Deine Einschätzung und das übernächste Spiel, wieder ein halbes Derby. Ganz wichtiges Spiel dann gegen Achim Baden. Da auch noch mal ganz kurz was zu. Ja, also erstmal genießen wir den Sieg heute, weil das ist einfach auch ein Befreiungsschlag für uns. Ne? Selbstvertrauen ist es A und O im Handball. Da müssen wir einfach, haben wir heute endlich mal uns belohnt auch. Ja, wir spielen nächste Woche in Farel. Die sind natürlich sehr, sehr heimstark. Ne? Die sind als Drittliga-Absteiger natürlich verdammt zu gewinnen.
Wir fahren dorthin und dann nutzen wir einfach unsere Chance und dann, wenn unsere Chance dann da ist, dann schlagen wir zu und dann gucken wir mal, ob wir am Ende da was holen. Ja, noch kurze Info, Farel gewinnt heute gegen Achim mit 25-21. Dadurch sind wir jetzt Tabellen 13. Was du gesagt hast, letzte Woche schon geiles Spiel hier gehabt, heute super Moral gezeigt nach dem Torerückstand. Und wenn wir so weiterspielen, dann sehe ich da auch kaum Probleme, die Klasse zu halten. Ja, also wir müssen auch an uns weiterarbeiten. Wir machen auch heute wieder ein paar Fehler, aber es ist heute nebensächlich. Ne? Die Jungs sollen heute mal, oder wir sollen endlich mal den Sieg genießen. Jetzt haben wir einen eingefahren, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann, natürlich wird es jetzt gegen Farel eine andere Hausnummer, aber die müssen uns auch erstmal schlagen. Ne? Und wir werden mit aller Macht da dagegen halten und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt. Ja, schönen Dank. Ich wünsche allen Zuschauern noch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag. Kommt gut nach Hause. Bis in 2 Wochen dann hier gegen die SG Achim Baden.